So Leute, das nächste News-Update und ja, diesmal ist echt eine Menge drin, deswegen ist das Video wahrscheinlich auch ein bisschen länger, aber passiert. Die wichtigsten Sachen in meinen Augen zuerst, ich will den Upload-Plan ein bisschen verändern und zwar ein bisschen stressiger für mich. Ich hoffe da auf die Unterstützung von meiner Community so ein bisschen und ja, ich werde die Gameplays auf den Sonntag komplett legen und dann schauen, dass ich jeden Sonntag Gameplay hochlade. Und die Decktags werde ich dann auf den Montag legen, aber dann nicht auf jeden Montag, sondern auf jeden zweiten Montag. Da sind ja noch diese Turnierkits mit dabei jetzt gekommen, wovon ich ein paar habe und die wollte ich nicht einfach als random Booster hochladen, deshalb kommen die dann jeden zweiten Montag. Den anderen Montag dann eben Decktags, hauptsächlich aktuell von Legacy Decks. Mal sehen, was man da noch machen kann. Ja, was ist diesen Monat passiert? Im Februar, der jetzt vorbei ist, weil wir haben jetzt März. Ich war auf zwei größeren Turnieren, plus halt die 3-4 FNM, die wir halt standardmäßig machen. Ich bin auf beiden Turnieren auf den vierten gekommen, tatsächlich von beides mal so zwischen 40 und 50 Leute. War ganz okay, hat Spaß gemacht. Ich habe ehrlich gesagt das bekloppteste Deck der Welt gespielt mit Monred Prison. Das fühlt sich aktuell fast schon wie Cheaten an. Und ja, dementsprechend bin ich da nicht ganz so stolz drauf, aber was will man machen? Vierter Platz ist vierter Platz. Solange wir nicht durch Cheaten drauf gekommen, ist alles okay. So, auf beiden Turnieren hatte ich auch echt mega Spaß und ich bin auch sehr dankbar. Nochmal hier danke an Domme, der mir das Deck geliehen hat. Ich guck mal, vielleicht kriege ich ihn mal dazu, dass er dazu mal ein Deck-Tag macht. Mal gucken. Ansonsten mache ich das. So. Ansonsten, was haben wir sonst noch gemacht? Ich bin erstmal super dankbar für das ganze Feedback, was ich von euch bekommen habe. Auch so persönlich, auch in den Kommentaren. Ich finde das super cool, dass ihr mit mir diesen Channel auch so ein bisschen betreibt und ein bisschen Spaß dran habt. Die Videos, dass ihr euch ultra auf die Videos auch freut und das ist eben auch der Grund, warum ich jetzt die Videorate nochmal erhöhe, gerade was die größeren Videos angeht, weniger was die kleinen Videos angeht, also die Booster bleiben einfach gleich, die lasse ich jetzt einfach bis nächstes Jahr so durchlaufen, wenn ich bis dahin Booster habe und die großen Videos werden halt mehr. Dementsprechend hoffe ich, dass ihr das auch dementsprechend zu würdigen wisst, dass es sehr viel mehr Arbeit für mich ist und ja, ich freue mich über jeden Abonnenten, ich freue mich über jeden, der sagt, hey, das ist cooler Content, den gucke ich mir mal mehr an, wenn es euch gefällt. Wie immer gerne Daumen nach oben und dann sehe ich auch, dass es euch gefällt. Ansonsten, was habe ich sonst noch? Ich habe auf dem Channel von Tequila eine Unsanctioned Unboxing gemacht, von dem Unsanctioned Set. Das dürfte unten irgendwie in der Kommentare, dürfte ich das verlinkt haben. Hoffe ich, denke ich dran. Und ja, das ist so ein bisschen das, was noch so rumgeflogen ist. Ich bekomme jetzt demnächst auch nochmal, auch das wird ein bisschen mehr Video sein, hoffentlich noch ein paar Sachen, gerade so von Zubehördingen, die ich mal durchchecken wollte. Die Leute, die mich kennen, ich muss mal gerade die Hand wechseln. Das ist gerade etwas sehr anstrengend. Boah. Gerade die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich sehr auf die Hardware achte, mit der wir arbeiten. Also das Zubehör, Hüllen, Boxen und so weiter und so fort. Und deshalb habe ich da auch ein paar von den Herstellern mal angeschrieben, gesagt, hier Jungs, ich spiele das Spiel schon sehr lange und ich kenne mich sehr gut mit Equipment aus und habt ihr nicht was, was ich zeigen kann? Habt ihr nicht was, was ich bewerten kann? Und da haben jetzt auch schon ein paar Firmen zugesagt. Ein paar Firmen sagen, okay, das kommt vielleicht später. Aber ein paar Leute haben mir schon zugesagt und das freut mich auch. Dementsprechend wird da demnächst auch noch ein bisschen was mehr kommen, so an Zubehörvideo und allem drum und dran. Ja, jetzt zu dem, was euch wahrscheinlich erstmal am meisten interessiert. Hier das Gewinnspiel. So, da sind wir wieder auf der Raffle-Seite. Und mal gucken, wer diesmal das Booster gewonnen hat. Top the Game. Alles klar, ich setze mich mit dir in Verbindung. Du kriegst dann das Booster. Und jetzt geht's weiter im Video. So, nachdem wir jetzt herausgefunden haben, wer das Booster bekommt, wird es einmal hier geöffnet. Wie gesagt, ich melde mich und dann können wir ausmachen, wie ich die Karten zu dir kriege. Als allererstes ist hier ein Arena-Code drunter, wenn du den nicht brauchst oder nicht haben möchtest, findest du bestimmt einen in deinem Freundeskreis.
Dann haben wir einen Verliesgeist in voll. Dann eine Kenriffs Verwandlung. Auch ebenfalls voll, weil das ganze Ding voll ist. Und glücklich bis ans Ende. Ja. Nicht so das geilste Pack, aber es gehört dir. Und ja. So, nachdem das jetzt rum ist, einmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und naja, das Booster ging besser. Mal sehen, was beim nächsten Mal rumkommt. Für diesen Monat habe ich mir gedacht, nehmen wir mal hier so eine, wie heißen die, diese neue Series, oder alte Series mittlerweile schon wieder, diese Leatherette. Das ist kein Xenoskin, das ist so ein bisschen ein anderes Material. In was für einem, wie nennt sich das, in Blau einfach nur. Wenn ihr es haben wollt, ziemlich einfach, zumindest finde ich das so, schreibt mir einfach mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass ich den YouTube-Plan verändere, dass ich jetzt mehr Videos hochlade. Soll ich das zu viel Content, kommen zu viele Videos, soll ich da nochmal wieder runterschrauben? Wir probieren das jetzt einen Monat, mal gucken, wie es nach dem Monat ist. Und ich hätte jetzt ganz gerne von euch wirklich die Predictions. Was denkt ihr, wie weit werdet ihr da Spaß dran haben? Wie lange werdet ihr da Spaß dran haben? Und ja, ist das etwas, was ihr wollt? Mehr Videos von diesem Channel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksey. Ciao, ciao.